Grund zum Feiern hat die MT Melsungen momentan mehr als genug. Der vierte Platz in der laufenden Saison und damit das beste Resultat seit dem Aufstieg und einen Spieltag vor dem Ende der Saison schon ein gelöstes Ticket für den Europapokal zeugen von der Stärke dieser Mannschaft. Selbst Meister Kiel konnten die Melsunger, wenn auch nur knapp, bezwingen. Dieser Folge sieht man auch MT-Trainer Michael Roth an. Er war zu Gast bei der HNA und stellte sich gut gelaunt den Fragen der Sportredakteure Robin Lipke und Björn Maar. Michael, hat die Mannschaft eine fast perfekte Saison gespielt? Ja, wenn man am Schluss vierten Tabellenplatz ist und die Zielsetzung, die man sich vor der Saison macht, wir stellen uns ja immer ehrgeizige und ambitionierte Ziele, dann kann man fast davon reden. Ich würde eher sagen, es war wirklich phänomenal, was wir phasenweise abgeliefert haben und haben uns, oder die Mannschaft hat sich dann mit dem vierten Platz belohnt und das ist natürlich eine tolle Leistung. Und dann hat die Mannschaft jetzt allen Grund, am Sonntag nochmal richtig zu feiern. Ja, wir wollen einfach Party feiern. Von der ersten Minute, wenn wir um 15 Uhr loslegen, soll es losgehen. Also eine Handballparty erstmal, wo wir natürlich auch versuchen wollen, nochmal gut Handball zu spielen, die Fans nochmal mitzunehmen und danach dann wirklich mit unseren Fans gemeinsam richtig zu feiern, weil das haben wir alle verdient und dann verabschieden wir uns spätestens Montag alle in einen wohlverdienten Urlaub. Das heißt, dass am Sonntag auch nochmal die spielen werden, die jetzt in dieser Saison vielleicht ab und zu mal mehr auf der Bank gesessen haben? Ja, das wünscht man sich als Trainer immer, dass alle spielen können, aber wir wollen natürlich das Spiel trotzdem ernst nehmen und werden jetzt gucken, wie es die Woche läuft bis zum Spiel und natürlich will man da auch die Spieler, die gehen, nochmal spielen lassen, dass die nochmal einen schönen Abschied haben und dann werde ich es so machen wie immer aus dem Bauchgefühl dann am Sonntag entscheiden. Blicken wir nur schon mal voraus, also in die nächste Saison. Die Mannschaft hat jetzt diesen vierten Platz dann zu verteidigen. Wie schwer ist dieses Erbe, was sie dann antreten muss? In erster Linie müssen wir erstmal feiern jetzt. Ja, man muss den Erfolg genießen und wir werden dann in die Pause gehen, werden das alles analysieren, was wir gemacht haben, was wir nicht so gut gemacht haben, was wir besser machen wollen. Dann wird irgendwann der Spielplan feststehen. Dann werden wir natürlich auch gucken, wie unsere EHF-Spiele aussehen. Und wir werden dann im Trainingslager mit allen Verantwortlichen zusammensitzen, mit dem ganzen Stab und dann eine klare Zielsetzung ausgeben. Aber mir wird kein Geheimnis sein, dass wir natürlich versuchen wollen, unser gutes Ergebnis von diesem Jahr zu bestätigen. Und wichtig ist, dass wir im Sport, und da sind wir uns sehr einig, der Axel Gergen und Frau Braun-Lüdiger auch, dass es immer wieder Rückschläge mal geben kann. Das ist bei uns einkalkuliert, das ist in unserem Plan, unser erfolgreichen Plan vorgesehen. Wenn es nicht eintritt, ist alles toll. Wenn es eintritt, wenn wir damit ordentlich umgehen.